Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war in der Nacht zu Freitag in Northeim im Einsatz. Dort wurde gegen 0.30 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Das Feuer war in einem Haus am Mühlenanger ausgebrochen. Das bestätigte die Polizei in der Nacht auf Anfrage. Für die Feuerwehr Northeim sowie einige Ortsteile wurde über Sirene Vollalarm ausgelöst. Auch die schnellen Einsatzgruppen der Rettungsdienste rückten zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war den Hausbewohnern der Fluchtweg über das Treppenhaus abgeschnitten. Die Feuerwehr rettete 4 Personen, unter anderem über 2 Drehleitern. Anfangs war völlig unklar, wo im Gebäude das Feuer ausgebrochen war. Letztlich konnte der Keller als Brandherd ausfindig gemacht werden. Die Feuerwehr erstickte die Flammen durch den Einsatz eines Schaumrohres. Ein technischer Defekt in einem Wäschetrockner war nach Ermittlungen der Northeimer Polizei vermutlich Ursache für den Brand. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei mit etwa 100.000 Euro an.